Wow. Okay, wir speichern einmal. Okay, gespeichert. Und weiter geht's. Ja. Stimmt, hier könnte man ja. Wusste ich es noch. Ich glaub's nicht. Rinstar. Jetzt müssen wir nach da ganz oben, wo die zwei Lichter sind. Ja. Machen wir uns mal auf den Weg und ich werde diesen scheiß Raketentank dann nicht holen. Ich weiß nicht, wie man das machen soll. Oh, wie weit mache ich heute? Ich mache heute noch Mother Brain. Und wer es nicht weiß, nach Mother Brain geht es in dem Spiel sogar noch weiter. Lalalala. Yay. Bin ich gerade durch die durchgesprungen. Egal, wir speichern nochmal. Gespeichert und bald kommen Metroids. Weg. Hä? Hä? Was? Was? Oh mein Gott, ich habe dieses Spiel nie komplett durchgespielt, das weiß ich, aber... Dreh dich doch! Kannst du alles vernichten? Jetzt geht's so, ne? Ach, wir können auch dadurch das Sprungmaß auf der anderen Seite die Kletterei. Ah, halt, die darf ich nicht kaputt machen. Jetzt komme ich nicht hoch, haha. Da ist runter. Und rechts und links und dann fallen wir raus und sind nicht tot. So, hier rein. Kann man es auch einmal aufladen. Das geht nämlich in dem nächsten Gebiet, glaube ich, gar nicht. So, offene Energie wird auch wahrscheinlich wiederhergestellt. Das ist wunderbar. Hier haben wir uns dieses Vieh am Anfang. Naja, nicht überrascht. Ich wusste halt noch, dass es kommt. Komm, leuchtet und macht eure scheiß Mäuler auf. Kann man da durchlaufen. So. Und jetzt geht's zum letzten Gebiet. Metroids. Sieht so um die Weltraumpiraten aus. Hey. Prinz Turian, genau. Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwelche Geheimnisse gibt. In jedem Fall speichern wir erstmal. Und legen uns jetzt mit den Metroids an. Danach noch kurz mit Mother Brain, was ich hoffentlich in einem Zug schaffen werde. Ja, hier ist der Weltraumpirat von vorhin. Und ab hier sind SpaghettiOs und... Ne, hier noch nicht, aber hier, glaube ich. Die ersten... Da kommt einer. Ah, hier war noch einer. Gut. Na, jetzt logge ich direkt mehrere an. Nicht gut. Nein, lass mich. Nein, lass mich in Ruhe. Leck mich. Arschloch. Nein, ich spring genau in ihn rein, das kann nicht sein. Geh weg. Ey. Lass mich.
das ist jetzt nicht wahr. Danke. Okay, weiter. Ach. Button Mashing. Oh, da ist noch einer. Meine Fresse, ey. Metroid sind nicht nett. Und Corona Spaghetti auch. War hier ein Speicherraum? Oh, hier mal ein Speicherraum. Ein Glück. Bäh. Okay, hier ging's. Ja, hier ging's nach unten. Ist hier weiter mit Matrix. Ach. Okay. Ah, da ist noch einer. Oh fuck, den hab ich fast nicht gesehen. Okay, weiter. La 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 la. Ah, das war glaube ich so ein mieser Raum. Na. So, ja, nicht irgendwo muss. Nein. Drei sind zu viel. Drei sind zu viel. Was ist kaputt? Okay, komm du da erstmal her. Ich muss zwei einfrieren. Oh. Oh, oh, oh. Okay, komm mal hier rüber. Nein, da ist noch einer. Ich hoffe, das waren jetzt alle. Nein, natürlich nicht. Jetzt waren es alle. Ekliger Raum. Ja, speichern bitte. Okay, noch ein kurzer Abschnitt. Wie groß ist das hier eigentlich? Das ist der letzte Raum von Mother Bray. Dann haben wir das Spiel auch zu einem Großteil rum, zwar noch nicht zu 100%, also nicht die ganze Story. 100% werde ich hier nie erreichen, glaube ich. Ich brauche mehr Raketen, gib mir Raketen, verdammte Also die paar Raketen, die ich jetzt habe, die reichen nicht für Mother Brain, nicht so wie ich sie immer mache, ey. Nämlich katastrophal. Hätte ich gerne schon ziemlich volle Raketen und dann speicher ja nochmal, damit ich den ganzen Platz nicht nochmal machen muss hier. Okay, da. Ich weiß, es ist jetzt stinklangweilig. Lalalalalala. Aber ich möchte so viele Raketen wie möglich haben, also. Raketen haben wir eigentlich Maximum 180. Das ist nicht schlecht. Lala. Stimmt eigentlich, warum weiß ich nicht einfach boom. Ich bin auch doof. Ja. Okay, die bisschen Energie ist nicht schlimm. Ah, da habe ich sie nämlich schon wieder. Na, okay, das ist sowieso ein Maximum. So, ich speichere noch einmal. Speichern.
Okay, weiter. Jetzt blitzen wir einfach mit Speed durch. Und ja, die eine Rakete scheiße immer und hier geht's los. La 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 la. So. Und nein. Ja, und ich. Ja, ich werde hier immer. Ich verrecke jedes Mal an der scheiß Säure, oder? Ja. Und dieses Gotik. Lass die nicht unter. Hoch da und Kampf geht los. So, und jetzt kommt Augenschießen. Was ich absolut nicht beherrsche, weil ich jedes Mal runterfalle. Nein. Ja, und sie macht jedes Mal ja ja, nein. Scheiß Spaghetti, Junge. Komm. Ätzendste Boss im ganzen Spiel. Okay, und das wär's. Normalerweise ist das Ratsam nicht in der Lage, sondern es gibt jetzt auch einen Glitch, den ich nicht präsentieren werde. Man kann zurückgehen. Und dann ist alles sozusagen wieder auf Anfang gesetzt. Und ich kann diese Fluchtsachen einfach nicht. Es ist so. Nein, 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 nein. Genau das meine ich. La 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 la. La la la. Hier sind wir sicher. Hep, hep. Da sind wir sicher. Hep. Nein. Hep. 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 Das Brot geht auch weg. Das Brot geht weg. Wow, so schnell habe ich das noch nie geschafft. Komm, hoch. Und boah, ich bin fast tot. Zum Glück kommen, glaube ich, jetzt keine Gegner mehr. Was wäre jetzt, wenn ich jetzt erstmal sterben würde, wenn ich bei der Flucht. La 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 la. Und jetzt brauchen wir Speed Boost. Ein da. Wow. Ich habe gleich gesehen, dass ich nur 97 Energie hatte. Und weg hier und Spiel zu Ende? Natürlich nicht. Das Spiel ist noch nicht zu Ende. Boom. Yay. Ja, ich bin in Sicherheit. Ich zieh mal den Anzug aus. Yay. Oh nein. Ja, umzingelt und so, ne? Yay. Angriff, Angriff. Erschieß sie. Und sie ist entkommen. Tja. Oder auch vielleicht nicht. Denkst du? Absturz. Und sie hat natürlich überlebt. Yay, geile Einstellung. Meine Flucht ließ mich wehrlos zurück. Ich verlor meinen Power Suit. Ja, das ist schlecht. Zu meinem Schutz blieb mir lediglich meine eher nutzlose Notfallpistole. Es mag wahnsinnig klingen. Es mag wahnsinnig erscheinen, mit dieser Bewaffnung das Mutterschiff der Weltraumpiraten anzudringen. Doch ich hatte keine Wahl. Ja, würde ich lang genug überleben, um entkommen zu können? Ja.
Eine Handlaserwaffe mit Aufladeautomatik. Töpfeile mit aufgeladenen Schüssen. Und... Yay. Piu, piu. Jetzt kommt mein ungeliebter Teil im Spiel. Wir haben nichts mehr. Ta 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 ta. Und das hier, da, das da. Ist das auch noch ein dummes Geheimnis? Piu, 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 piu. Und, muss ich mich gleich bücken dazu? Nö, das macht's automatisch. Coole Sache. Ist mir nicht voll aufgegangen, ich habe mich immer voll gedruckt. Und da, Weltraumpiraten. Hier oben kommen wir nicht rein. Aber hier unten. Da, da, papa, da, da, papa. Wir sind nicht unbeobachtet. Ja, Raumschiff. Okay, hier ist das noch nicht so spannend, sage ich mal. Wieder oben können uns noch nichts. Noch nicht. Kartenterminal und das logischste ever, weil die wahrscheinlich keine Animation machen wollten. Karte in der Pistole eingelagert. Total spannend und yay. Und das hebe ich mir für die nächste Aufnahme auf. Ganz ehrlich, ich mache nämlich jetzt Schluss. Cliffhanger versuchen. Und ja, wir können sie auch in unsere Energie aufladen. Und ja, speichern und dann mache ich nämlich hier Schluss. Ich wollte mal sagen, ich bin Zarok. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.